So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Ausgabe von Watch Dogs Legion. Wir sind zurück im wunderbaren London und letztes Mal sind wir ein bisschen sneaky in Scotland Yard gewesen, weil die hatten nämlich... Riechen meine Fürze dann besser? Wir waren das letzte Mal wieder in Scotland Yard. So, kurz nochmal zusammenfassen, wo wir waren. Nämlich waren wir letztes Mal in Scotland Yard und haben da einen Spider-Bot gesucht, der nämlich bei einer der Explosionsstellen so ein bisschen, ich sag mal, am Belauschen war. Und ja, der Kollege sendet auch noch ein wunderbares Signal und da wollen wir heute mal hin in eine zur Bodenstation, wo dieser wunderbare Spider-Bot sich, nicht aufhält, sondern von dem er sein Signal bekommt. Das ist nämlich hier wunderbar drüben und ich habe mir wieder Omi gewählt, weil Omi kann jetzt auch mal wieder, die kann jetzt auch mal wieder was machen. Die muss auch mal wieder ran, die Dame. Und deswegen, das werden wir jetzt machen. Wir werden uns so ein Auto klauen, weil Omi kann ja verdammt cool Auto fahren. Ich merke nur, dass hier um mich herum 20 Millionen Albion-Leute gefühlt sind. Ach, dreh um und verschwinde. Sonst. Sonst was? Sonst was? Geh zurück und halt dich da raus. Hau ab! In die Fresse, sag ich dir! Okay, ich bringe Oma gerade um. Nein, Omi! Nein! Nein! Okay, ist ein schlechter Start für die Folge. Ich habe Oma gerade umgebracht, so gut wie. Renn, Omi! Na. Ich wollte gerade für Recht und Ordnung sorgen. Das heißt, lebensgefährlich verletzt, kann ich die doch noch zurückholen oder ist jetzt Ende? Scheiße, war ein Folgenstart. Mann, ey, ich wollte doch. Der hat mich provoziert. Wir sollten uns so provozieren, dass wir auch eine Person haben, die schnell rennen kann. Ansonsten kriegen wir einen Schlag in den Nacken, wie wir gesehen haben. Ist sie jetzt tot? Omi? Alles noch verletzt. Wir wechseln mal zu unserem neuen Agent. Wir haben nämlich Eric Smith letztes Mal gefunden. Der ist nämlich der Enkel oder irgendwie so von Mo Smith. Wir nehmen ihn mal. Kann ich Omi nochmal wiederholen oder ist Omi jetzt tot? Tot. Nein, Omi! Oder wollte ich aber für Recht und Ordnung sorgen? Erfahre ich jetzt nicht, was mit Omi ist? Ah, okay, die ist jetzt eine Stunde nicht mehr nutzbar. Die nächste Spielstunde ist sie nicht mehr nutzbar, weil sie verletzt ist. Ich frage mich, ab wann sie sofort tot ist. Das frage ich mich jetzt gerade, weil wie gesagt, wir haben ja den... Ich meine, wir müssen Permadeath hier anhaben, wenn ich mich nicht ganz irre. Eigentlich, ich gucke gerade nochmal schnell, nicht, dass wir hier... dass ich Scheiße labere. Wir haben ja Permadeath auf jeden Fall an. Ja, genau. Aha. Okay. Okay, es kann auch sein, dass wenn alle tot sind. Okay, wenn ich mehrere habe, dann können die sich immer recovern anscheinend. Aber ich habe jetzt natürlich eine Stunde nichts mehr von ihr. Ja gut, dann halt nicht. Wir kaufen uns mal Kleidung, weil ich muss ihm leider sagen, ich finde seine Jacke echt nicht schön. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich möchte hier nicht angreifen sein, aber die Jacke, Junge, Junge, die glitzert. Wir haben ein bisschen... Oh, so einen schönen Mantel. So, die Jacke glitzert. Wie wär's, wenn einfach eine, die im Dunkeln leuchtet? Alter, ey. Junge, ist das eine... Holy fuck, ey. Nee. Wir machen hier schon... Wir nehmen... Ich glaube, das steht ihm. Er ist so ein Mantelträger. Oder hat er in der Garderobe noch was Cooles? Holy shit, warum hast du denn nur solche Sachen? Na gut, das ist doch schön. Wir nehmen einfach so ein normales Hemd. Dankeschön. So. Gut, dann werden wir jetzt mal darüber und versuchen uns jetzt nicht von den Leuten hier erwischen zu lassen. Ich renne mal ganz kurz hier durch und holen wir uns jetzt ein Auto. Er selber hat keine besonderen Fähigkeiten. Er ist eigentlich echt nutzlos, der Charakter, den wir hier haben. Also er hat eine Waffe und einen Spider-Bot, das hat aber jeder andere auch. Holy shit, was ein Flügel! Junge! Bruder! Wing! Wing! Na gut, wir holen uns jetzt erstmal ein Fahrzeug. Und ja, dann. Stopp! Wenn ich schon von ferngesteuerten Autos angehubt werde, fühle ich mich ein bisschen belästigt. Muss ich sagen. So, wir schauen jetzt gerade mal ganz kurz, dass wir zu unserem Ziel fahren, hier drüben. Mit der Möglichkeit, unseren nächsten Agenten vielleicht nicht umzubringen. Kriege ich jetzt wirklich in einer Stunde wieder oder nicht mehr? Okay, jo, die Stunde geht wirklich runter, okay. Ich sag mal so, du hast dich verloren, wenn alle draufgehen. Ich glaube, Permadeath ist nicht so, wenn er erstmal getroffen ist, direkt tot, sondern du musst halt da eine Stunde ohne klarkommen. Wenn du aber keinen Agenten mehr hast, dann ist halt doof. Wir haben Gott sei Dank momentan ein relativ großes Raster an Agenten schon ausgewählt. Deswegen ist es sehr dauert, dass ich die alle tot kriege. Nicht, dass es unmöglich ist, wir kennen mich, aber ich wollte nur mal kurz auf den Punkt bringen. Aber da hat Omi doch noch Glück gehabt.
Also so halbwegs. Sie wurde halt von einer Gruppe von Albion-Mitarbeitern zusammengeschlagen. Ich weiß nicht, wie viel Glück man dafür haben kann, aber es ist Ansichtssache. Man muss mit den kleinen Dingen im Leben klarkommen. Omi, Entschuldigung. Ist die vorne auf der Brücke? Ah ne, ist Auto da. Tja, ich bin ratlos. Nee, doch nicht. Maggie, irgendeine Idee? Ich erfasse ein Überwachungsnetzwerk, das etwas unter dieser Brücke bewacht. Wenn du es hackst, kannst du vielleicht reinschauen. Der GPS-Verlauf des Spider-Bots, den wir bergen konnten, hat regelmäßig diese Koordinaten angepingt. Unser geheimnisvoller Zeuge, der echten Bombenleger, muss mehrmals zu diesem reizenden, feuchten Ort gekommen sein. Sieht nach einem guten Ort aus, um Geheimkrams abzuziehen, wenn du mich fragst. Wäre auch geeignet, um diskret eine Leiche in die Themse zu werfen. Stimmt allerdings, ne? Kriegt hier keiner mit. Ja, wir haben eine sofort. Nein, ich schwöre, ich war's nicht. Ich war's nicht. Als ob die Kiste hier einfach nur rumsteht. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, es wird irgendwas zum Looten. Nee, wir stellen einfach eine Kiste hin. Okay, da ist das Ding zum Aufmachen. Ja, warte mal. Also kein Ding hier. Nee, warte mal, da komme ich gar nicht dran. Ah, hier ist so Zeug drin. Okay, hier. Da müssen wir hin. Okay. Haben wir irgendeine Möglichkeit, mit dem Spider-Bot hier reinzukommen? Ich bin gerade am Schauen. Ich gehe nochmal kurz von der anderen Seite dran. Wir gehen nochmal kurz hoch. Wir schauen mal, ob von der anderen Seite vielleicht ein Zugang da ist, den ich jetzt nicht gesehen habe. Von der Seite wüsste ich jetzt nämlich gerade spontan nicht, wie ich da rankomme. Junge, wie die jeden zweiten hier verhaften, ey. Ich will hier eigentlich konsequent nur Amok laufen und jedem Albion-Typen den Nacken brechen, aber das Problem ist halt, dass ich mir dabei den Nacken breche, wie wir gerade rausgefunden haben. So. Oh, wieder eine Textdatei. Ja, ja. So. Ach, guck mal. Guck mal an. Spider-Bot, komm mal. Der mitkommt. Jo, da haben wir was Schönes für dich. Was ist das? Ein Mobiltelefon. Frage ist halt jetzt trotzdem, wie ich da reinkomme. Ich bin da ehrlich. Da haben wir eine Kamera. Also wie komme ich denn... Ist hier irgendwo ein Durchgang für einen Spider-Bot? Das Sprengen müsste doch eigentlich gehen, oder? Ah! Gut! Ich dachte, wir müssen hier irgendwie cool hacken oder irgendwas, was coolen Technikstück verbraucht. Eine Explosion tut's halt auch. Drohne, Suche ausführen. Auf, rein. Da kommen gerade ein paar, mach mal zu. Kommen die hier runter? Ich hoffe nicht. Bleib oben. Nee, die Explosion hast du nur von ferner gehört. Das war ich nicht. So, wir haben hier noch ein paar wunderbare Technikpunkte. Check mitnehmen. So, was haben wir denn? Warte mal, das nehmen wir auch kurz mit. Könnte ich mal wieder aufstehen? Dankeschön. So. Vom Erdboden verschluckt. Packen wir zusammen. Einmal kurz hacken das Ding. So, dann gucken wir nochmal. Also von hier kam zumindest das Signal für den Spider-Bot dementsprechend. Jetzt bin ich mal gespannt. Was wir da Wunderbares finden. Oh. Wow, hier unten ist es wie in einer Geheimpolizeistation. Der Computer ist ordentlich eingestaubt, aber vielleicht finden wir ja doch was Nützliches. Oh, sorry, da gab es einen kurzen Cut, weil es geklingelt hat. So, wir gucken mal gerade. Wir haben anscheinend Zugang zu einem extra Raum hier. Ich weiß nicht, ob der... Ich glaube, der war höchstwahrscheinlich hinter dem, wo wir gerade davor stehen, oder? Ist es unter der Brücke der Raum? Es könnte sein, dass er direkt unter der Brücke ist. So, hier haben wir was Schönes. Ein Audiolog. Das ist ja nicht das, was wir suchen. Hier haben wir den PC. Das ist Inspektor Caitlin Lau. Ehemalige Frau Inspektor. Seit Albions Putsch. Die Polizei ist Geschichte. Die Polizei hatte die Beweise eh längst vernichtet. Alles zu Albion, Clan Kelly und den Anschlägen. Aber ich weiß, Mary Kellys Trottelbande steckte mit drin. Auch in anderen Verbrechen, die wir untersuchen können. Ich und einige Vertraute sind risikobereit. Wieder hinter Mary Kelly her. Ich werde es wohl nie lernen, was? Ah, okay. Es war also eine Polizistin, die das undercover hier weitergeführt hat. Weil Albion hat das ganze Ding ja übernommen, habt ihr ja letztes Mal mitgebongen. Scotland Yard war ja jetzt auch nicht mehr unbedingt so frei. Da hingen ja auch komplett die Sicherheitsfirma mit drin. Also es ist eine ehemalige Polizistin, die sich hier so ein bisschen mit, sagen wir mal, eingeklinkt hat, um zu gucken, was denn da jetzt los ist. Also sie hat das schon mitbekommen, aber
Naja, kann ich jetzt ja nicht an die Öffentlichkeit tragen, weil es ja nicht mehr offiziell berechtigt dazu. Aber gut, dann gucken wir nochmal auf ihrem Rechner vorbei. Was sie denn da drauf hat. Ein Videolog. Schauen wir nochmal. Inspektor Caitlin Lau, Videolog. Clan Kelly und Albion haben einen Deal geschlossen. Ich kenne keine Details, aber es sieht nach Menschenhandel aus. Das European Processing Center ist Albions Sache. Seit den Anschlägen können sie Leute einfach von der Straße holen. Als illegale Einwanderer, DedSec-Aufrührer, was auch immer. Obwohl wir die wahre Gefahr kennen. Also Clan Kelly sammelt diese Leute ein, diese Migranten, Deportierten oder besser Opfer. Und sie bringen sie irgendwo hin. Aber wohin und wieso? Alles führt zur Boss-Lady zurück. Ich wusste einfach, sie hatte etwas damit zu tun, aber sie gab sich unschuldig. Es gibt nur eine Art, das durchzuziehen. Ständige Überwachung von Mary Kelly. Werde ich erwischt, dann ist das mein letzter Eintrag. Aber ich muss sehen, was sie verbirgt. Der geheimnisvolle Officer war Inspektor Caitlin Lau. Klingt, als wäre Mary Kelly ihr weißer Wal und bei der Untersuchung stieß sie auf die Anschläge. Scheiße. Also haben Albion und Clan Kelly zusammengearbeitet? Anscheinend hat Zero Day bei allen widerlichen Sachen in London die Finger im Spiel. Alles führt auf sie zurück. Einschließlich Clan Kelly und Albion. Die Leute werden von der Straße entführt. Wir müssen etwas dagegen tun, richtig? Das ist unser Ding. Inspektor Lau hat erwähnt, dass Albion ihren Teil der Operation vom EPC ausleiten. Detektive wie wir nennen das eine Spur. Okay, wir haben wieder eine Spur. Aber ist die anscheinend schon verschwunden. Dann haben sie die schon mitgehen lassen. Das ist natürlich heavy. Okay. Also hängt das wirklich alles zusammen. Albion, Clan Kelly und eben auch noch Habt ihr das die Hackergruppe gesehen? Fuck, ich bin gut im DedSec-Kram. DedSec hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. War das gerade ein Kompliment? Danke, Kumpel. Du wirst dich an die lustige Sprache des Roboters noch gewöhnen. Er hat ein gutes Metallherz. Kelly Pahel begonnen. Körperklau. Stimmt, die nehmen ja. Ihr seht, die werden ja alle festgenommen und dann sind sie plötzlich einfach weg. Jetzt bin ich natürlich sehr interessiert daran, wo die netten Herren und Leute mitnehmen. Die Kelly-Sache hat einen schalen Beigeschmack. Und wenn Caitlin Lau recht hat, drängt sich diese Info jetzt in die erste Reihe. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein ehemaliger DedSec-Agent noch am Leben ist, aber vermisst wird. Im EPC. Angel Lopez, nicht aus London, aber ich werfe ihm das nicht vor. Andere durchaus. Angel blieb wohl bei der Einwanderungsbehörde stecken. Und so schräg das klingt, hat ihn das vor Zero Days DedSec-Säuberung gerettet. Seit den Anschlägen herrscht in London Fremdenfeindlichkeit. Albion nährt sie. So können sie jeden in ihr brutales Flüchtlingslager stecken. Wir müssen Angel finden, bevor man ihn als DedSec enttarnt. Das hier ist persönlich, Team. Aber seine Spur zu finden, bringt vielleicht etwas Licht in die Albion-Clan-Kelly-Verbindung. Das ist nicht gut. Okay. Keine Abschiebehäftlinge verlassen Großbritannien. Er ist wahrscheinlich im EPC und wurde dort vergessen. Ich habe dir alles geschickt. Ich habe auch schon unserem Kontakt beim EPC Bescheid gegeben. Der kann dich reinbringen. Okay. Die Sache ist, dass ich mich jetzt frage, was das EPC genau ist, also was sie da mit den Menschen anstellen. Die können ja nicht einfach Leute festnehmen und das war's. Das würde mich interessieren. Das ist auf jeden Fall das große Ding von... Ist nicht von Albion, oder? Ich blick gerade nicht durch, was das EPC ist, bin ehrlich. Da bin ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Alter, überall nur Schlägereien und. Ich muss da mal kurz rüber. Ich laufe da jetzt gerade einfach hin, es ist schneller. Deswegen jetzt Auto klaue. Weil das Problem ist, in der Zeit, wo ich mein Auto klaue, kriege ich von irgendeinem Albion-Mitarbeiter wieder eine Nackenschelle, weil ich irgendwo vor irgendwem wieder ein Auto klaue. Die sind überall. Guck das mal an. Da ist ja kein freier Meter hier. Wir rennen da jetzt einfach rüber. Mal ein kleiner Fußmaß zu schnurren, kann auch nicht schaden. Mal ein bisschen Zeit ziehen. Zu Fuß. Okay, sind wir ehrlich, mal Roller. Ich fahre jetzt nicht mehr so weit. Hier steht ein Roller rum, den kann ich mitnehmen. Gib ihm. Ab geht's. Kann man da eigentlich einen Wheelie mitziehen? Ja, natürlich kann man mit dem Roller einen Wheelie ziehen. Aber hier, easy. Elektropower sei Dank. Da haben wir genug Leistung bei dem Scheißding. So. Wir sind einmal hier rechts. Ups, Entschuldigung. Einmal kurz mitgenommen. Bei dem EPC ist das ein Stadion? Ist das ein Stadion oder nicht? Oder bin ich jetzt gerade komplett falsch? Ist doch ein Fuß. Oder was ist das? Oh, das ist ein Gefängnis. Ach nee, das ist ein Gefängnis. Ja, Stadion, Gefängnis. Ich meine, was ist der große Unterschied?
Also, ist ein Gefängnis. Ich bin mir echt nicht sicher, was das ist. Aber hier werden auf jeden Fall die Leute da rein verschafft, die verschwunden sind. Da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, alle, die festgenommen werden, kommen hier hin, weil natürlich bla bla, Knast, dies, das. Aber anscheinend ist das wohl nicht so sehr Knast, wie das normaler Knast wäre. Das muss ich hier halt nur reinkommen. Ich habe mir Caitlin Laus Untersuchung mal genauer angesehen. Und es gibt da eine enorm hohe Zahl vermisster Personen rund ums EPC. Sie war da auf einer heißen Spur. Okay, gut. Finden wir unseren Mann. Wenn sie herausfinden, dass Angel zu Deadzeit gehört, bevor wir ihn finden, ist er tot. Sicherheitssäte verraten Wachen in der Position. Schalte sie die Schenken des Stromkastens der Nähe aus. Ich wüsste, wo der Stromkasten ist. Gehen wir gerade ganz kurz mal. Ja, wo irgendwo reinkommt, tun wir nicht. Da ist überall Stacheldraht drum, ne? Ah, ne, doch nicht. Vergesst es. Nicht überall Stacheldraht drum. Das war ja einfacher als gedacht, bin ich jetzt gerade mal ehrlich. Also beim besten Willen. Also dafür, dass das hier so geschützt sein soll, ich meine, seid mir nicht böse, aber ihr schützt das nicht so richtig gut. Nein, ich will den nicht wegwerfen. Ach Gott, das Name, ich drücke schon wieder die falschen Tasten hier. Emotes auch nicht. Dankeschön, dazu habe ich gesucht. Ich will den Kollegen mal ganz kurz beiseite räumen. Wir machen das mal einfach auf der direkten Art und Weise. Mit einem wunderbaren Head-Kopfschuss in das Brain. Ah, okay, das war nicht so gut. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft habe. Na, 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 wer hätte damit gerechnet? La, 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 la. Scheiße. Ich verstecke mich mal gerade ganz kurz irgendwo. Kommt hier irgendwer rein? Ich hoffe es nicht. Das war eine scheiß Elektropistole, die hört man gar nicht, wenn die schießt. Tut nicht so, als wenn ihr das mitbekommen hättet. Okay, es war schon wieder. Okay, alles gut. Wir sind wieder ruhig. Ich kann weiter. Hab alles geschafft. Super, okay, gut. Ich hätte hier auch anders reinklettern können, ne? Na, ist egal. Könntest du dich vielleicht ein bisschen ducken? Dankeschön. So. Einmal bitte auf, dankeschön. Fuck, einfach spurlos verschwunden. Alle Personen auf dem Gelände müssen zu jeder Zeit gültige Ausweise bei sich haben und diese bei Aufforderung Mitarbeiter von Helvia zeigen. Irgendwo eine Sicherheitsperson? Ne, ist alles nur Leute, die hier ganz normal hingebracht worden sind, ne? Das sind alles Festgenommene. Junge, was ist das denn für ein komplettes Gebäudekonstrukt? Ey, kriegst ja Paranoia drin. Das ist ja, Alter. Also, das ist weit entfernt von einem Gefängnishof im Aufbau. Ich meine, hier liegt mir eindeutig zu viel Klamotten rum. Warum liegt hier so viel Kleidung? Ey, was machen die mit den Menschen? Ich habe mit Bagley geredet. Ich habe mich schon um deinen Zugang gekümmert. Du kommst unbemerkt rein. Du wirst mich aber nicht in ihr System aufnehmen, oder? So einen Mist brauche ich echt nicht. Keine Sorge, ist alles gefälscht. Aber triff mich auf dem Dach. Das ist der einzige Ort hier, der nicht nach Pisse riecht. Ich habe Infos für dich. Okay, wir sind jetzzt offiziell drin. Jetzt brauche ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt haben wir offiziell Zugang bekommen. Das European Processing Center. Deren Prozess sieht so aus, dass sie Deportierte einpferchen wie Vieh und sie dann vergessen. Aber hey, alles zum Schutz von London, nicht wahr? Alter. Also, sie werden einfach alle, die verhaftet worden sind und sonstigen, einfach hier reingebracht. Das ist wie so ein kleines eigenes Städtchen, halt nur scheiße. In richtig, also richtig schön scheiße. Und hier werden die Leute da festgehalten. Holy shit. Mitten in London. Ja, die Leute können es ja nicht sehen oder mitkriegen, weil sie können hier nicht rein. Er möchte mit mir reden. Guten Tag, was gibt es? Frischfleisch, hm? Willst du einen Drink? Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass das aus einer Badewanne kommt. Keine Sorge. Die erlauben uns unsere kleinen Laster hier. Das hält uns ruhig. Okay, bleibt mehr für mich. Man darf nicht wählerisch sein. Ich habe hier schon Ärzte, Anwälte und Verkäufer gesehen. Hier drin ist jeder gleich. Was meinst du damit? Jeder von uns wird entmenschlicht. Wenn es nach den Leuten auf der Straße geht, ist die Stadt wegen uns so am Arsch.
Diese Wichser können uns daher alles antun, was sie wollen. Ja, verstehe ich. Und niemand tut etwas dagegen. Ach, wo ist Detzek, wenn man sie braucht? Hallo, wie war das? Ach, nichts. Bloß Tagträume. Ich brauch wohl noch einen Drink. Halte dich von den Albion-Pissern fern, Grünschnabel. Und bleib nach Möglichkeit von der Klinik weg. Okay, warum bist du mal da fahren? Also anscheinend dürfen sowas wie Alkohol und so hier drin trinken. Ist natürlich richtig, weil die werden dann bleiben natürlich damit hier, je nachdem, ruhiger, ne? Weil man möchte ja keinen Aufstand hier drin haben. Also ich glaube, die Leute wissen schon, dass sie keinen Aufstand machen sollten, weil sie da schneller für einen Druck kriegen, als dass es ein Dieb ist. Ich glaube, ich kann es nicht so lange einfach drüber schauen. Hier ist ein Bar und allem drin. What the fuck, Alter? Die haben sogar Fußball und so. Was haben die denn hier alles? Ist wirklich eine kleine Stadt. Halt mitten in London und nicht so schön wie London selber, aber eine Stadt ist da. Okay, können wir jetzt einen Drink gönnen? Ja, komm. Beim einen abgelehnt, dann habe ich mir gewesen bei dem einen hinter die Binsen. Wunderbar. Schönes Bierchen hier reingesippt. So muss das sein. Direkt schon eine bessere Einstellung. Und hier kann man irgendwo, da oben kann man Fußball spielen oder was? Oh, Alter, was ist denn das für ein Alkohol, den ihr hier verteilt? Ich bin ja jetzt schon besoffen. Was ist das denn? Sag mal. Okay, wir haben zwar Stress, aber hier gibt es Dartspiel und Fußballspiel. Ich bin ehrlich, andere Sachen gehen erstmal vor, bevor wir hier uns um die wichtigen Sachen im EPC kümmern. Dart-Tutorial. Regel. Ziel ist beim Dart, ist es, 0 Punkte zu erreichen. Jeder Spieler beginnt mit einer Punktzahl von Round 1. Der letzte Wurf zum Sieg muss die Punktzahl exakt auf 0 reduzieren. Er muss außerdem auf einem Doppelfeld unter dem Bullseye landen. Einen Pfeil werfen. Jeder Pfeil landet irgendwo innerhalb des Fadenkreuzes. Wenn du betrunken bist, spielst, sind deine Würfe ungenauer. Du hältst aber zusätzlich die ET-0. Du wirst überworfen, wenn deine Punkte... Training. Ja gut, okay. Kriegen wir. Ja. Wir kriegen sogar, Punkte. Ja, wir machen erstmal Solo. Alter, wir sind hart besoffen, kann das sein? Okay, das war halt voll vorbei. Scheiße. Ey, der ist ja nicht nur leicht betrunken, der hat komplett einen MT. Komplett MT ist schon kein Ausdruck dafür mehr. Alter! Trink weniger oder vertrag mehr. Ja, geht doch. Wunderbar. Dankeschön. Gleich haben wir es. Warte. Ich habe gleich 20 Dart-Pfeile an derselben Stelle. Ich sag's euch. Yes. Geht doch. Jetzt komme ich langsam rein. Egal wie viel Alkohol, ich schaff's trotzdem gut zu spielen. Sagte ich. Nein! Komm! Nein. Ja, doch, okay, doch geschafft. Glück gehabt. Fehlt. Ich war leicht verfehlt, komplett daneben. Yes! Wir haben es sogar geschafft, trotz das betrunken. Das ganze Stadion läuft! Alle sind begeistert davon, wie gut ich Dart spielen kann. Alle sind davon begeistert, Leute. Kommt irgendeiner von Detzek hin, besäuft sich erstmal bekloppter und gewinnt dann noch ein Dartspiel. Sympathischer kann man sich nicht machen, glaubt. Ich bin immer noch besoffen. Wie lange ist dieser Typ denn betrunken? Wo ist das Fußballspiel? Ich will dieses Fußballding machen. Was ist denn das? Muss ja über mir sein, ne? Ist da oben drauf? Ach, da oben drauf. Wo muss ich denn da hin? Ich will Fußball spielen, ich bin ehrlich. Scheiß auf meine Aufgabe. Fußball. Ja, da komme ich wieder lang. Warte mal. Moinsen. Ich kümmere mich gleich um eure wichtigen Sachen hier, aber ich will erstmal kurz eine Runde Fußball-Soccer spielen. Wie komme ich denn da hoch? Jetzt kletter ich jetzt hier gleich einfach wie bekloppt da, ist mir egal. Ah, zack, easy. Dann klettern wir halt hier rum. Aber schon wie eine kleine Stadt, ne? Muss man einfach sagen. Also ich sag mal so, wenn die Menschen das da selbst aufgebaut hätten und ein bisschen freiwillig hier wären, wäre das vielleicht was anderes, so gefühlstechnisch. So ist halt gerade ein bisschen schwierig, das Ganze zu begründen, aber naja, gut, das ist meine Person. Die sie erwartet auf den Kontakt so. Aber man kommt der ehrlich, dann sieht er da oben, wie ich dann mit Fußball dribbeln. Zack, zack, zack. Dann denkst du, Alter, ich stack hier gerade zugrunde und der hat nichts Besseres zu tun, als da oben eine Runde Fußball zu spielen. Richtig. Richtig erkannt. Die Grundlagen. Drücke die Tasten zur richtigen Zeit, um den Ball zu treffen. Jeder Treffer innerhalb des richtigen farbigen Bereiches des Rads geht als perfekter Treffer und multipliziert alle beiden Punkte pro Treffer. Perfekte Treffer und Tricks. Schaffe mehrere perfekte Treffer nacheinander und Tricks zu vollführen. Wenn du mehr verfehlst, wird der Punktmultiplikator zurückgesetzt. Schließe zunehmend schwierigere Trainingsziele ab, um Belohnung zu erhalten. Okay, nice.
Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe keine Ahnung, ob ich das nicht drücken muss, das Problem. Ah, shit. Wenigstens gut, hier hat man nicht so gut etwas aus Fehlern und so. Nochmal. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Ich sag's euch. Ich muss in den grünen Bereich, ne? Ja, aber dann gibt's mehr Punkte. Einzigartige Fuß-Auge-Koordination. Fuck! Ist die Tasten haben gewechselt. Das ein Versuch noch. Ich auch im Schlaf. Ein Versuch noch. Die Tasten haben gewechselt. Ich bin so schnell nicht. Ha, meine vergeudete Jugend macht sich bezahlt. Fuck, okay. Wenn die Tasten wechseln, bin ich raus. Ich bin 26. Die beste Zeit ist hinter mir. Ich treffe da nicht mehr. Aber ich würde sagen, nachdem wir jetzt ein bisschen Fußball und Dark gespielt haben und ich mich gerade fast nochmal umgebracht habe und wir ein bisschen was rausgefunden haben, unsere Oma verprügelt worden ist und sonstige Spielrätschen, würde ich sagen, bin ich aber raus für diese kleine Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Unseren Kontakt beim EPC, den treffen wir nächstes Mal. Er sieht uns schon fröhlich. Wir werden ihm gleich ein bisschen mal zuwinken und dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich werde damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.